Hallihallo und willkommen zu einem neuen Video und ich wollte heute mal ein paar Lego-Sets zeigen, die ich mir neulich besorgt habe, praktisch im Herzen zu Endgame, weil man jetzt gerade wieder, ja, einfach in Avengers-Feeling ist und halt Lust hatte, ein paar Sets zu holen. Das hat wohl jetzt nichts mit Age of Endgame zu tun und ich habe lustigerweise auch nur ein Set von Endgame-Set geholt, aber trotzdem, das ist jetzt hier von Avengers Age of Ultron. Ich habe auch noch von Infinity War alle Sets geholt und dann halt eins zu Endgame, aber zu den Endgame-Sets werde ich sowieso noch generell am Ende dann was sagen, wenn ich bei den Endgame-Set angekommen bin, aber chronologisch wollte ich jetzt hier mal mit den Avengers Age of Ultron Set anfangen und das habe ich mir eigentlich explizit eigentlich nur geholt, habe ich bei eBay bekommen, irgendwie so, weil das sowieso ein Set ist, das man so gar nicht mehr bekommt, aber das habe ich mir eigentlich explizit wegen dem hier geholt, Quicksilver, weil das auch einer meiner Lieblingsfiguren aus dem MCU ist, obwohl ich ja Peter aus den X-Men-Filmen mehr mag als Pietro, aber ich finde einfach auch die Figur, so, keine Ahnung, sein Oberteil sieht ganz cool aus, generell, ich finde den Charakter auch schon trotzdem cool und finde es halt trotzdem sehr schade, dass der so schnell gegangen ist und wollte ja einfach schon mal die Figur auch haben und lieber hole ich mir das ganze Set als, manchmal wird so die einzelne Figur, keine Ahnung, für 120 oder mehr irgendwie alleine gehandelt und dann hole ich mir ja lieber das ganze Set wesentlich günstiger. Manchmal hat man ja auch Glück, man trifft einen unerfahrenen Typen, der gar nicht weiß, was er da für einen Wert hat und das einfach nur loswerden möchte, weil sein kleiner Sohn oder so das noch irgendwo hat und er jetzt das einfach aus dem Weg haben möchte. Ja, das ist eigentlich so der Hauptgrund gewesen. Trotzdem sind ja auch einige andere coole Figuren drin, aber Quicksilver hier so der Hauptding. Ich hätte gerne eigentlich noch Wanda, aber ja, das ist jetzt noch erstmal noch nebensächlich. Dann haben wir als Figuren auch noch hier Captain America. Der hier sehr dunkle Hautfarbe hat. Keine Ahnung, warum die das gemacht haben. Dann natürlich mit dem Schild hier, recht normal eigentlich, nichts Besonderes. Handschuhe halt an. Sonst so auch ganz, wenn das jetzt mal ein bisschen schärfer wird. Ja, sonst so ganz gut gemacht. Ich muss mal gucken. So, das Licht geht nicht so gut drauf. Schärfe ist echt toll drauf. Tut mir leid. Aber ja, sonst so ganz gut gemacht. Also einfach das Kostüm hier auch aus dem zweiten Teil natürlich. Von hinten auch ganz so ganz cool. Dann haben wir hier auch noch den Hulk. In ganz normaler, ja, wütender Manier. Mit einer, ja, lilanen, ein bisschen Hightech-Unterhose. Unterhose, ich meine normale Hose eigentlich. Ja, ist eigentlich ganz normal. Ist natürlich auch ein bisschen, also hat auch eine andere Farbgebung und auch Gesichtsausdruck und Haare als der vorherige Hulk. Der ist dann schon ein bisschen besonderer, beziehungsweise filmangepasster als der vorherige Hulk. Finde ich ganz cool. Ist so auch eigentlich mein Lieblings-Lego-Hulk, würde ich mal so meinen. Und ja, soweit ganz cool. So, dann haben wir hier auch noch ein, ja, Hydra-Fahrzeug mit so einer Kugel hier drauf. Sieht auch eigentlich auch ganz cool aus, so plasmamäßig, ganz schick. Und sonst so, ja, hier mit ein paar Klebern wieder drauf, Hydra-Zeichen. Wenn ich das jetzt mal abnehme, ja, hier kann man eine Figur halt reinsetzen. Ist so, ja, ganz nett, ne? Nichts Besonderes, aber ganz nett. Ja, kann natürlich auch nochmal fahren. Hat recht dicke Reifen hier. Finde ich ganz cool mit diesen, ja, wie nennt man das, Lego-Felgen oder so. Finde ich ganz cool. Und sonst so ganz normale Teile eigentlich. Ganz nett so zwischendurch. Dann weiter mit den Figuren. Ist hier noch ein einzelner Hydra-Soldat. Sieht zwar normal aus, finde ich jetzt nicht spektakulär. Hat eigentlich recht langweilige Haare vergleichsweise. Und sonst, ja, einfach vorhanden, ohne jetzt Waffe oder so dabei, aber Strucker hat ja eine Waffe dabei, die könnte man theoretisch auch dem Soldaten geben. Ja, der ist so ganz nett, hat hier auch ein Monokel drauf, böses Gesicht und ja, muss ich mal gucken, hier jetzt bei ihm eben die Haare abmachen. Ja, hier, der hat ja auch ein Doppelgesicht, ein bisschen ernster geguckt und ein bisschen netter geguckt, soweit. Das hat Captain America natürlich nicht. Der sieht von hinten eigentlich, ja, hat einfach ja nur sein Helm auf. Das hat das nicht. Ich weiß nicht, ob der Hydra-Soldat das hat. Ja, der hat nochmal so ein, ja, Hinterkopf einfach nur. Das ist sonst nichts Besonderes. Dann kommen wir zu dieser Art Festung, sagen wir mal so. Hier Strüppenbüschchen.
Leider wackelt das hier, also ist nicht mehr so, hält nicht mehr so geil, aber ist ja auch nicht mehr so schlimm. Hier ein paar, ja, soll halt so ein bisschen das Schneegebiet darstellen mit dem Eis hier. Dann nach hier auch noch Gitter, wo hier No Entry steht. Auch hier noch so, ja, ein bisschen, ja, winterliche Geästbäume oder wie man es nennen möchte. Dann drehen wir das mal um. Wie sieht das dann so von hinten aus? Und hier drin, also erstmal gibt es ja hier diese Plasmakanone, ist ganz nett gemacht soweit. Gibt es auch bei dem Wakanda-Set. So, dann ein bisschen wegen Licht, muss man ein bisschen gucken. Hier haben wir dann Lokis Zepter, das ist auch ganz cool. Muss man gucken wegen Öffnen. Ja, wartet. So, wenn es dann auf ist. Ja, sind da noch so, ja, so ein Blitzding vom Imperator, was das dann früher kannte, drin. Ja, dann hier ganz vorne. Wenn das mal ein bisschen scharf machen würde. Echt blöd. Da, ja, jetzt sieht man es kurz. Ja, da ist so der Zepter so dran. Und da drin ist natürlich auch richtig der Zepter drin, den ich persönlich eigentlich total blöd finde. Also muss ich mal, ich nehme den mal mit raus. Den finde ich persönlich eigentlich total blöd. Also, wenn man sich den richtigen Zepter anguckt, ist das ja total abstrus. Also, es ist ja eigentlich eher Odins Stab irgendwie. Aber sonst, jetzt so mit dem Stein hier drin, ist vielleicht so ganz nett gemacht, weil man damals ja auch noch nicht wusste, dass es ein Infinity Stone ist und so. Aber sonst, der ist ja, glaube ich, auch beim ersten Avengers-Teil-Sets dann dabei. Und ich finde ihn total blöd gemacht. Also, wenn ich das Ding sehe, dann denke ich nicht an das Zepter, was er da in den Film hat. Also, das finde ich, keine Ahnung, verstehe ich nicht. Wenn auf die Idee gekommen ist, das irgendwie so zu machen. Naja, das soweit eigentlich dazu. Finde ich so ganz gut, wie schon gesagt. Ja, die Heldenfiguren sind eigentlich hier die ausschlaggebenden Figuren, die man hier holen kann, am meisten in Hulk und Quicksilver. Strucker finde ich jetzt persönlich jetzt nicht so besonders und so ein Hydra Figur ist auch nicht so spektakulär. Sonst so ganz nettes Set, aber eigentlich auch eher nur wegen Figuren. Die Basis selber ist ja jetzt auch nicht so spektakulär. So, dann kommen wir jetzt zum Sanctum Sanctorum. Erstmal zu den Schurken. Ich weiß jetzt gerade leider irgendwie seinen Namen nicht. Aber ja, wir haben ihn jetzt hier mit seinen Hammern. Ist so ganz nett gemacht. Sieht noch vergleichsweise recht niedlich aus eigentlich. Ja, hat einen netten, ja, Print hier drauf. Ja, wie schon gesagt, die Hammer sind ganz nett so gemacht mit der Kette. Oh, aber sonst jetzt nicht so spektakulär. Dann haben wir hier Ebony Maw. Ich finde das echt gerade nicht so toll mit dem Bild irgendwie, dass es nicht so schön aussieht. Aber naja, ich hoffe, es geht noch ein bisschen. Naja, und hier, ja, sieht ja sehr Thaddäus-mäßig, Voldemort-mäßig aus. Aber so trotzdem, der sieht schon wieder ganz cool aus eigentlich, so mit seinem ja, Anzug. Und hat jetzt hier auch noch so, ja, so ein Plasma-Ding in der Hand, was dann seine Kraft doch ein bisschen, ja, unterstreichen soll. Ja, so ganz nett. Dann zu den Heldencharakteren. Auch einer der Gründe, warum ich dieses Set brauchte, war Doctor Strange. Die geilste Figur aus dem MCU. Ja, finde ich sehr cool. Hier auch mit dem Eye of Agamotto und generell das Kostüm, den Umhang. Sehr cool soweit. Die Haare auch. Ja, sowas hat man nicht überall. Sieht ganz cool aus. Und ja, das Gesicht, ja, gut. Ich weiß nicht, ob man das irgendwo noch gut findet, aber ja, ich finde sehr passend alles. Finde ich sehr cool. Hat dann auch zum Beispiel so ein Schild kann man ihnen dann in die Hand geben, damit das so, ja, damit man auch ein bisschen Zauber drin hat. So, dann kommen wir zum anderen Helden, nämlich Iron Man hier. Ich glaube, das ist Mark 48. Ich bin, oder 52 irgendwie so. Ich weiß nicht, ich bin eher immer bei den älteren Modellen dabei als bei den neueren, weiß ich jetzt das gar nicht mehr. Hier ganz cool mit seinem Gesicht so dabei. Das Hintergesicht ist auch noch normal. So das Kostüm, ja, recht gut gemacht, so aus dem Film her. Hat dann auch so ein Repulsor-Ding hier. Sonst so ganz gut aus dem Film entnommen, soweit. Finde ich ganz cool. Dann natürlich auch noch Iron Spider, der hier, den ich hier noch rangemacht habe mit dem Netz, schwingt sich dann hier durch, hat dann halt auch so, ja, so soll das halt Spinnennetz andeuten. Auch ganz cool mit den Ärmchen hier hinten. Ganz cool drauf dran gemacht.
generell das Kostüm so ganz cool. Ich bevorzuge dann doch eigentlich den originalen Suit als den Iron Spider Suit, aber sonst so ganz cool mal in der Sammlung zu haben. Dann schauen wir uns mal selber das Haus an, hier von oben mal. Ganz cool, so das Sanctum-Zeichen hier drauf. Mich stört etwas, dass man hier noch diesen ganzen, ja, das Glas so sieht, obwohl das gar nicht so schlimm ist, aber ich würde es halt mehr freuen, wenn man halt dieses Zeichen im Hintergrund noch mehr zur Geltung bringen würde. Sonst so auch ganz cool hier mit den Fenstern noch dran. Ich finde so Häuserbau sowieso ganz cool. Dann auch die Säulen hier, so eine Art Terrasse, Veranda darstellen. Auch Fenster hier, auch einzelne Steine hier. Das Tür auch mit der Nummer 177A drauf. Dann hier auch die Bleecker Street mit einem Open-Zeichen, eine Pizzeria. Treppen nach oben. Ganz cool, auch hier die Steine finde ich hammermäßig, also finde ich richtig cool. Lässt dann richtig so wie so ein Haus wirken, so wie es halt sein muss. Hätte es aber früher nicht gegeben. Dann hier auch noch so ein Wassertank oder wie man das nennen möchte. Das finde ich so ganz cool. Dann kann man das hier auch noch so zur Seite klappen, wie man es halt haben möchte. Kann dann halt hier auch noch in die Häuser reingucken. Hat dann hier auch noch an der Seite, was ich ganz cool finde, auch wenn man sich die Aufkleber anguckt. Jetzt muss ich mal eben ein bisschen gucken, dass man das in Licht hält. Ich möchte halt nichts kaputt machen. Ja, wenn man das jetzt mal hier so sieht und das ein bisschen schärfer wird, sieht man da jetzt zum Beispiel Daredevil, Claim Flutes the Street oder Web Design Classes. Sowas zum Beispiel. Ein Herz, damit MJ steht da noch drauf oder hier ein Portal. Aber da zum Beispiel hier am meisten mit Daredevil, sowas mag ich sehr gerne, solche Easter Eggs, auch hier so ein Netz, hier auch noch ein Netz. Und dann gehen wir jetzt mal zu der Inneneinrichtung. So, hier finde ich das ganz cool. Hier kann man sagen, ja, das ist Peters Apartment hier praktisch, ne? Also sein Bett mit einer Pizza hier noch drauf. Hier sind dann auch noch Aufkleber drauf, sieht man sehr blöd. Muss ich mal eben gleich gucken. Kriege ich leider irgendwie nicht besser. Aber da oben sieht man zum Beispiel hier noch so ein Captain America Bild, wo drauf steht, stay in school oder so. Noch einzelne Fotos, wie man es halt von Peter kennt. Also sehr schön gemacht. Dann hier noch Kartons, wo Peter Stuff drauf steht, aber auch halt alles auf Englisch, so ganz cool. Dann ja auch noch seinen eigenen Computer, Chemie-Sachen. Noch sein eingezeichnetes Bild von Spider-Man, wie er das damals entwickelt hat. Dann unten noch eine Pizzeria, beziehungsweise auch Döner gibt es hier und so. Auch ganz nett, soweit Feuerlöscher. Kann man wohl machen. Dann hier den Eingang natürlich, eine Couch noch. Streitachse, wie man es nennen möchte. Lampe, Schwert. Ganz cool. Und dann auch hier wieder einzelne, im Schrank sind Bücher. Hier eine Kiste mit einem kleinen Messer drin. Und hier oben dann auch halt weiter. Also in den Schränken sind eigentlich immer nur so ein Totenkopf, Gläser, Bücher. Und hier jetzt auf dem Tisch auch noch halt, ja, praktisch Kerze und auch wieder halt Karten, Briefe. Also soweit. Ganz cool die Inneneinrichtung, sehr lohnenswert, ist auch, glaube ich, das größte Set von den Infinity War Sets eigentlich, das ganze Sanctum, finde ich auch so das coolste von allen eigentlich, wenn man halt auch so Stretch-Fan ist und das Sanctum dann in seiner Sammlung hat, beziehungsweise dann ja auch die Figur dazu, ist ganz cool, ist auch so mein Lieblingsset aus der Sammlung. Jetzt habe ich hier praktisch zwei Sets auf einmal, weil man diese zwei Sets auch verbinden kann. Jetzt muss ich mal den runternehmen. Nämlich einmal hier das Raumschiff von Peter Quill komplett. Und hier hinten kann man halt auch noch so eine Kapsel ran tun. Die gehört aber zum Set mit Rocket, Groot und Thor. Werde ich ja vielleicht gleich auch so abzunehmen. Aber finde ich ganz gut, dass man das verbinden kann. So umso größer wird dann das Set. Fangen wir mal an mit generell den Set mit Peter Quill. Hier haben wir dann als Figur haben wir hier Thanos. Ganz cool, hat eigentlich auch ein Schwert, das habe ich jetzt
Ja, aber jetzt lieber den Infinity Gauntlet rangetan. Und das muss ich halt auch noch sagen, jedes Set hat auch einen Infinity-Stein. Wenn man halt alle Sets hat, kann man die dann halt zusammentun. Und finde ich so ganz cool. Sammelt man die halt selber. Natürlich ist das auch ein bisschen Verkaufsstrategie, sich die Leute das alles holen, ist ja klar. Aber finde ich so ganz cool, wenn man es sich dann halt leisten kann. Sagen wir mal so. Aber so, ganz coole Figur. Ja, theoretisch müsste man ihn eigentlich den Helm wegnehmen und so, aber so ganz nett. Aber am geilsten finde ich das halt mit dem Infinity Gauntlet. Dann noch weitere Figuren haben wir hier halt Gamora, die eigentlich bei dieser Szene gar nicht mehr mit dabei sein darf. Aber na gut, Spoiler sind dann vermeidet gewesen damals, weil die Sets kamen, glaube ich, vor dem Film noch raus. Und hat hier ihr Schwert und ganz coole Haare, wie ich finde. Und ja, ist auch eine ganz coole Figur soweit. Dann haben wir natürlich auch noch ihr Liebhaber Peter Quill mit seinen zwei Waffen hier. Nicht mit Helm, sondern mit seinem normalen Gesicht. Finde ich aber so ganz in Ordnung. Auch ganz normale Jacke, so wie man ihn kennt. Coole Haare soweit. Lustigerweise die gleichen Haare wie Captain America. Aber so ganz cool auch. Dann haben wir hier einen voll überpowerten Iron Man, wie er dann halt gegen Thanos kämpft. Blast dann hier hinten dann auch noch seinen Booster. Aber sonst ist er eigentlich genauso wie der Iron Man aus dem Sanctum Sanctorum Set. Mit halt diesen ganzen extra Schnickschnack. Finde ich aber so ganz cool. Am meisten so als Standfigur sieht das sehr spektakulär aus, finde ich. Also so ganz gut gemacht. So, dann selber zum Raumschiff. Hier kann man halt die Luke aufmachen. Hier auch noch extra hochklappen. Hier sitzen die dann drin. Das Ding kann man halt auch rausnehmen. Dann die Flügel sind so auch ganz cool gemacht. Hat sehr Spaß gemacht, eigentlich das aufzubauen. Jetzt, wenn ich das mal eben umdrehe, sieht man hier auch noch, auch noch hier so Dinger. Ganz cool. Wenn man das dann auch noch hier drin, wenn man eben wegen der Kapsel. So, da kann man dann auch noch Figuren reinsetzen. Auch noch so eine Klappe. Und ja, so würde das halt normal aussehen, wenn man sich genau das Set holt. Sieht so auch ganz cool aus, kann man auch nichts gegen sagen. Nur mit der Kapsel sieht das dann halt noch voller aus, sagen wir so. So, das ist soweit dazu. Finde ich auch ganz cool so. Am meisten eigentlich wegen Iron Man und Thanos eigentlich holenswert, würde ich wohl meinen. So, dann zu dem Set. Erstmal zu den Figuren. Bruce Banner gehört da gar nicht zu, der kommt erst später. Hab ich hier erstmal Rocket Raccoon mit seiner fetten Bombe hier natürlich. So ganz cool, hat seinen normalen Suit an, so ein Gummischwänzchen. Sieht ganz nett aus, finde ich. Also hat auch so ein leichtes Grinsen im Gesicht. Also hat man ganz gut gemacht, finde ich. Dann zu Teenage Groot mit so einer, so einem Weide. Finde ich auch ganz nett. Sieht wohl in meinen Augen immer noch so niedlich eigentlich aus für den Teenage Groot. Und ist auch nicht meine Lieblingsversion. Teenage Groot ist auch meine unbeliebteste Version von Groot. Aber so auch ganz cool gemacht. So, dann haben wir hier auch noch Thor mit Blitzaugen. Stormbreaker, so ganz gut gemacht, finde ich. Auch eine Blitzhand hier praktisch. Die Figur gibt es eigentlich ohne Cape. Die habe ich ihnen so gegeben, weil ich das so ganz cool fand. Sonst hat er eigentlich einfach nur sein normales schwarzes Ding mit seinen Kügelchen drumherum. Auch ganz coole Haare soweit. Finde ich eine ganz coole, lohnenswerte Figur. Finde ich auch ein bisschen cooler als die normale blonde Version. Dabei gab es dann halt auch noch hier so ein Blitzdingens mit Infinity Stone hierbei. Und ein bisschen was. Das Blitzding kann sich hier auch noch dann drehen, wenn es nicht aus der Hand fällt. Hat dann hier auch noch so Blitzaufkleber drauf. Finde ich eigentlich persönlich recht unnötig, aber es soll halt ein bisschen so, Blitze darstellen. Ich habe keine Ahnung, was es eigentlich genau soll. So, dann kommen wir noch zu der Kapsel, die dabei ist. Ist auch ganz nett soweit. Kann man halt auch jemanden reintun. Durchsichtig gut. Kann man, wie schon gesagt, auch noch rantun. Hat hier oben noch so kleine Blaster, die man dann abfeuern kann. Ist ganz nett soweit. Aber das Set holt man sich eigentlich auch wieder nur eigentlich für die Figuren. Würde ich mal meinen, denn die Kapsel selber ist jetzt nicht so der Rede wert. Und das Ding sowieso nicht.
So, dann sind wir jetzt hier beim Hulkbuster-Set. Erstmal zu den Figuren. Da haben wir erstmal hier so einen Outrider, ganz cool. Von denen kriegt man, wenn man die gesetzt hat, auch so ein halben Dutzend von. Dazu gehört dann auch noch so ein Schießkatapult, was ich aber auch so, ja, gut kann man machen, gegen Hulkbuster vielleicht anzukommen. Aber sonst auch recht belanglos. Finde hier dann drin auch noch einen Infinity Stone drin. Bei diesem Set ist der. Oh, jetzt muss man immer vorsichtig sein. Ja, ich glaube, das ist der Soul Stone, glaube ich. Oh, oder der Mind Stone. Ich glaube, ja, der Soul Stone. Weiß ich jetzt aber auch nicht hundertprozentig. Ja, das ist soweit dazu. Dann haben wir hier auch noch Bruce Banner, hier ganz cool. So ganz normal schlicht eigentlich, so mit einem schwarzen Suit. Ja. Dazu aber auch, wenn man hier das anguckt, so mit grünen Augen. Aber den Hulk, den gibt es ja in Infinity War gar nicht richtig. Also dieser Bruce, der würde dann halt auch in den Hulkbuster reinpassen. Dann haben wir hier Proxima Midnight. Ist auch eine ganz coole Figur eigentlich mit ihrem Schwert hier jetzt hier. In den blauen Haaren hat man so auch noch nicht gehabt. Goldenen Arm, ganz cooler Look soweit. Cooles Gesicht. Ja, coole Figur soweit. Dann auch noch hier Falcon, noch als Falcon. Ja, auch ganz cool so mit den Flügeln gemacht. Vielleicht etwas zu groß geraten, aber ich weiß auch nicht, wie man es sonst anders machen könnte. Ja, coole Haare soweit, mit der Brille und den ganzen Look hier so ganz cool. Hier hat man auch eigentlich noch diesen Wing dazu, den könnte man abnehmen und selbst fliegen lassen. Ich weiß gar nicht mehr, wie er den genau genannt hat. Aber so auch eine ganz coole Figur. So, dann zum Hulkbuster, was wahrscheinlich auch für viele der Grund ist, warum man das Set holen würde. Obwohl ich den gar nicht so spektakulär finde, weil er erstens eigentlich auch für den Hulk vergleichsweise auch viel zu groß ist. Aber so trotzdem ganz cool ist. Man kann theoretisch, wenn man es einstellt, den Arm hier sehr locker bewegen. Ich fand das jetzt aber nicht so toll, darum habe ich den jetzt auf ja, diese Spannung gemacht. Wenn man den Suit dann auch aufmacht, hier könnte man dann, kann man dann halt auch Bruce reinsetzen und dann halt auch zuklappen und dann halt kämpfen lassen. Finde ich so ganz gut gemacht, auch so mit den Füßen, mit den Fingern hier. So, alles ganz cool. So, jetzt auch noch als Vergleich habe ich hier den Hulk geholt, damit ich mal daneben stehen kann, damit man sieht, dass es eigentlich so Größenverhältnis gar nicht gut passt. Ich den jetzt mal auch nicht hinstellen kann. Hulk jetzt hier hole. Also der Hulk ist irgendwie so größenverhältnismäßig so die Hälfte, wenn nicht sogar noch weniger. Also darum, ja, wenn man sich das vorstellt, dass die eigentlich im Film gleich groß sind, passt nicht so wirklich. Das ist ein richtiger Giant Man eigentlich. Na, aber okay, gut. Das soweit eigentlich dazu. Wie schon gesagt, man eigentlich lohnenswert ist das Set wegen Hulkbuster und vielleicht auch Proxima Midnight, aber wegen Outrider und ich weiß nicht, ob Falcon und Bruce Banner Grund genug sind, das zu holen. Ich weiß auch nicht, wie viel das jetzt nochmal gekostet hat. 32 Euro oder so. Da muss man halt selber wissen, wie viel ein das dann wert ist. So, dann sind wir jetzt hier beim Wakanda-Set. Da, erstmal kommen wir ja auch wieder. Es gibt einen Outrider. Dazu gehört jetzt auch dieses Katapult-Ding, was dann halt diese riesen Schleuderdinger darstellen soll. Ganz okay. Bringt halt eigentlich gar nichts, wenn man das vergleicht, dass sie da eigentlich wesentlich größer sind. Natürlich für so eine Lego-Figur ist das vielleicht ganz okay, aber können eigentlich nochmal doppelt so groß sein. Aber ja, weiß nicht, zum Spielen ist das vielleicht ganz nett, so einfach mal rumzuschießen. Funktioniert so, lala. Oh, brauche ich persönlich eigentlich da nicht. Dann haben wir hier auch noch Black Panther, da finde ich das cool, ganz cool. Weiß nicht, ob man das so gut sieht. Man auch richtig so den Umriss der Augen noch sieht und nicht nur, ja, keine Ahnung, weiße Pupillen oder so gemacht hat. So ganz cool mit der Kette und generell den, also Black Panther finde ich so ganz eine coole Figur. Auch mit den Ohren hier. Früher hätte man, ja, wäre die Lego-Figur wahrscheinlich einfach so gewesen. Das ist so, ja, der neue Schnickschnack von heute, vom Lego, kann man so sagen. Dann habe ich hier auch noch Corvus Glaive mit dem Grinsen hier. Finde ich ganz cool so mit dem Mantel. Der ist auch so, ja, durchlöchert, hat so Löcher, so zerfetzt halt. Sein Stapel ganz cool. Cooles Gesicht. Und ist halt auch wie bei Proxima Midnight auch ein Grund, auch dieses Set so zu holen. Kriegt man ja auch sonst nirgends anders. Ja, finde ich so ganz cool. Dann die coolste Figur für mich persönlich ist hier Vision. Ja, auch sehr cooler Umhang. Kriegt man auch, habe ich auch so noch nicht richtig gesehen. Auch
keine Ahnung, heutzutage sind die auch viel hochwertiger als früher natürlich. Früher heißt für mich vor, keine Ahnung, 10 Jahren. Und ja, generell sein Kopf, sein ganzer Körper und so weiter, sehr cool gemacht, finde ich. Sehr cooler Look. Gefällt mir sehr gut. Dann haben wir hier auch noch Shuri, die ich aber persönlich eigentlich gar nicht so gut gelungen finde, da ich irgendwie, wenn ich die Figur sehe, irgendwie nicht wirklich an Shuri denke. Ich finde, die Haare passen nicht wirklich. Und ich kenne das halt eigentlich einfach nur an den Blastern hier und weil es halt auch an der Packung steht, vielleicht auch wegen Klamotten, aber sonst so viel von den Haaren her und ja, durch das Gesicht selber einfach nur finde ich das auch noch nicht so wirklich erkennenswert. Aber sonst ist es so ganz cool, aber von den Haaren finde ich, hätte man was anderes machen sollen als das jetzt hier. Sonst so ganz nett, finde ich. Dann zu dieser Basis, die dann noch dazu gehört. Hier oben erstmal so Blaster. Hier dann auch noch, muss ich mal gucken, was hält. Kann man hier noch so hochschieben. Finde ich ganz cool. Sonst hier auch noch so, Fenster. Würde ich mal umdrehen. Hier kann man das an der Seite auch noch ja, so ein bisschen schieben. Drehen, 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 drehen. Drin haben wir dann auch noch Computer. Auch hier, ich glaube, das ist jetzt der Mindstone. Würde halt ja auch zu Vision passen. Ja, die könnte man theoretisch hier auch noch als Waffe benutzen. Und sonst ja auch recht unspektakulär. Sonst so hier hinten. Ja, das so weit zu diesem Set. Auch wieder eigentlich ein Set, was man sich wegen Figuren holt und nicht unbedingt wegen der Basis, finde ich. Die finde ich jetzt persönlich nicht so spektakulär, aber coole Figuren sind da schon dabei. Muss man ja so mal sagen. So, dann kommen wir jetzt zum kleinsten Set aus der Infinity War Reihe und auch das letzte aus der Infinity War Reihe und damit auch das vorletzte Lego Set in diesem Video. Wahrscheinlich recht lang geworden. Hoffentlich interessiert euch das alles, um euch das anzugucken. So, hier drin sind zwei Outrider. Damit hat man ja auch schon einige Outriders in der ganzen Sammlung. Und ja, hier nur nochmal, die Outrider ändern sich nicht. Die haben ihre vier Ärmchen da, ihren Kostüm fertig. Dann haben wir hier Natasha Romanoff, beziehungsweise Black Widow mit zwei Elektrostäben, ihren coolen Anzug. So hat man das auch noch nicht gehabt. Die blonden Haaren. Ich persönlich bin kein großer Fan von Widow all mit blonden Haaren. Musste aber halt so gemacht werden, obwohl ich das jetzt, also, na gut, es passt schon. Kann man gut so machen. Aber da finde ich die Black Widow aus den Endgame-Sets schon wieder besser. So, dann hier noch Captain America. Das ist praktisch der Grund, warum man sich dieses Set eigentlich holt. Obwohl ich diese Schilder nicht so gut finde, weil die eher aussehen wie Wolverine-Clown. Aber trotzdem so ganz nett. Trotzdem bevorzuge ich das normale Schild von Captain America. Aber trotzdem sonst so, weil es auch mein Lieblingslook von Captain America in den Filmen ist. Mit seinen, ja, recht, ja, aufgefransten Kostüm eigentlich so. Mit seinem Outrider-Look irgendwie so, mit dem Bart, mit den längeren Haaren. Finde ich sehr cool und ist auch eigentlich so der Grund, warum man das hier holen würde. Ja, die Outrider haben dann hier auch noch so ein, nee, Outlord oder wie man das nennt, nicht Outrider, das ist er ja nicht, aber die Outrider selber haben dann auch noch so ein kleines Raumschiff hier, kann man dann halt aufmachen, kann man die da beide reinsetzen. Ist dann natürlich auch noch der Space Stone drin und ja, noch Plaster dran. Wie schon, ist halt das kleinste Set, aber eigentlich ja wegen Natasha und Steve trotzdem lohnenswert, sich vielleicht zu holen für die 12 bis 15 €, die dieses dann kostet. So, jetzt kommen wir zum letzten Set und das Set aus dem Endgame, ja, Lego Sets. Nur das große Problem an den Endgame Sets, was die Infinity War Sets wieder gut gemacht haben, weil man sieht, jedes Set hatte irgendwie was mit einer Szene zu tun. Aber Endgame, was haben die sich da gedacht? Das schlimmste Set finde ich das Captain America Set eigentlich, weil da hat er noch so ein Motorrad, was ich total absurd finde. Aber auch das hier zum Beispiel. Da sind jetzt Iron Man Suits drin und zwei Outrider. Es sieht so aus, als würden die Outrider auf Malibu oder sonst wo Iron Man angreifen. Mit den ganzen Suits. Also, es macht keinen Sinn. Und so sind eigentlich fast jedes Set. Also kein Set hat wirklich was mit den Szenen zu tun. Abgesehen von den Figuren selber, dass man dann halt die Quantum Realm Suits oder so anhat. Aber sonst, keine Ahnung, was man sich dabei eigentlich gedacht hat. Ist wohl auch auf einer Weise wieder gut, da man nicht gespoilert wird durch die Sets, aber im Nachhinein auch irgendwie so, was soll man groß mit den Sets? Das hier zum Beispiel ist ein Set, finde ich persönlich, darum habe ich es ja auch geholt, ist so eine Art Erinnerung an Tony Stark. Ich möchte nicht unbedingt jetzt spoilern, ist nicht notwendig, aber egal, was mit Tony passiert, es ist trotzdem eigentlich eine schöne Erinnerung an ihn. Und darum fand ich das Set einfach ganz cool. Da hier auch noch mein Lieblingssuit drin ist, den ich noch nicht hatte.
So, als erstes haben wir hier noch hier den ja, damaligen Mini-Hulkbuster, wie hieß er noch? Ach, ich weiß es jetzt auch nicht mehr genau, wie der genannt wurde. Darin kann man auch jemanden reintun, ist ganz cool soweit, finde ich ganz, ja, nett gemacht. Es sieht aber, das Set generell sieht eigentlich eher aus, als wäre es aus Iron Man 3. Am meisten auch wegen der Figur hier, aber okay, kann man auch mal machen, einfach nachgereicht. Dann haben wir hier so ein kleines Tischchen, wo Tony sich hinsetzen könnte, wo man, das sieht man jetzt nicht so dolle, aber da sind auch Kleber drauf, wo dann ja, irgendwelche Sachen dran drauf sind, an die Tony dann halt immer arbeitet. Dann haben wir auch noch einen Dummy hier, der ja ein bisschen Feuer löscht, kennt man ja aus dem Film. Dann jetzt hier auch noch so ein ja, Ding, wo noch seine alten Anzüge dann ja so abmontiert werden mussten damals, fand ich auch ganz cool. Dann muss auch sagen, ich habe das jetzt selber so aufgebaut, damit es halt besser im Regal passt und so weiter. Aber man kann es auch lang fahren, man kann es als Kreis drumherum machen. Vielleicht ja, zeige ich das gleich mal, wie man das alles machen kann. Man kann natürlich auch die Figuren und alles sich anders anstellen, aber ich fand das jetzt für mich persönlich so am besten. Hier hat man dann die einzelnen Etagen, hier noch so einen Satelliten. Aber am wichtigsten sind natürlich die Anzüge. Hier haben wir natürlich Mark I, richtig geil. Finde ich persönlich als Iron Man Fan. Den Helm kann man nicht aufklappen. Unter den Helmen ist immer so, nur so ein Gesicht, also nicht für jeden. Es gibt einen einzigen Tony Stark, da kann man den Kopf natürlich dann immer wechseln. Aber dann hat man den jetzt hier ganz cool gemacht, finde ich. Also den Helm finde ich so ganz cool, aber hätte man vielleicht noch besser machen können. Also noch irgendwie, also ich finde, mir ist der noch zu kantig irgendwie. Ich finde, der müsste eine bessere Abrundung irgendwie haben. Ich weiß nicht, wie ich das sonst sagen sollte. Aber sonst sieht er so körperlich ganz cool aus. Müsste vielleicht aber auch eigentlich breiter sein, weil er ja auch also vergleichsweise mit den anderen Suits etwas breiter ist. Dann hier zu meinem Lieblingssuit. Mark V. Den habe ich damals in Iron Man 2 so gefeiert. Und liebe ihn immer noch. Und eigentlich müsste hier noch ein Koffer dabei sein. Aber naja. Und den kann man natürlich wieder aufklappen, ist ganz cool soweit. Ich liebe dieses Rot-Silberne, weil ich nicht so der größte Gold-Fan bin und mag den Suit deswegen auch sehr gerne. Tun wir den mal eins zurück. Dann haben wir hier, ich weiß gerade nicht genau, ist das Mark 44 oder so. Den finde ich aber eher unspektakulär, den kann man wohl so haben. Und sieht so auch ganz cool aus, aber finde ich sonst, also ich verbinde mich mit denen nichts. Ich glaube, der ist im dritten Teil dann halt aufgetaucht unter den ganzen vielen Suits und sonst, pff, weiß ich nicht. Sagt mal, ob ihr irgendwas damit verbindet. Und dann natürlich den Suit aus Infinity War normal. Und ich finde, da hätte man eigentlich mindestens eigentlich den Suit aus Endgame machen müssen eigentlich für den Endgame-Sets-Ding, aber die haben das aus Infinity War genommen. Kann man wohl machen, aber fand ich irgendwie schon seltsam. Hier ist natürlich dann der Kopf dabei. Hier unten sieht man auch noch die Haare, die man ihn aufsetzen könnte, wenn er sich zum Beispiel hinsetzt und am Arbeiten ist. Dann haben wir noch, ja, ein Jetpack, könnte man ja auch theoretisch dem Suit hier geben, dann Blaster und hier auch noch eine ja, Milchshake-Maschine oder wie man es nennen möchte. Und wenn wir das jetzt mal umdrehen, jetzt hier zeige ich mal ein bisschen, wie man das, man kann es halt hier so rumdrehen, dann hat man hier zum Beispiel auch noch so, kann das halt auch noch Längen ziehen und dann ist das hier komplett rum. Also das ist ganz cool, so gemacht kann man sich halt machen, wie man es möchte. Hier hinten, ich weiß jetzt auch nicht, ob man das so gut sieht. Ja, hier sind auch die einzelnen Anzüge mit den Bildern drauf fixiert. Finde ich auch ganz cool. Ist wohl, wenn man es von vorne sieht, eigentlich recht unnötig, weil man es sowieso nicht sieht, aber es ist halt da. So, das ist mit den Sanctum Sanctorum auch mein Lieblingsset wegen den Iron Man Suits selber und auch leider auch einer der Sets, die man nicht mehr so gut bekommt. Da hatte ich echt Glück, dass ich das so noch bekommen habe. So, das waren diese Lego-Sets, die ich mir jetzt neu geholt habe. Waren einige. Das Video hat sich auch in die Länge gezogen. Schön, wenn ihr bis hier da geblieben seid. Schreibt in den Kommentar, welche von den Lego-Sets ihr am besten fandet und was euer Lieblings-Superhelden-Set vielleicht generell ist. Vielleicht kenne ich das ja noch gar nicht. Und das soll es dann auch erstmal gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.